Herzlich willkommen beim Motorradmagazin zu einer Fahrt mit der Ninja H2 SX. Und dieses H2, das sagt uns eins, dass das hier an Bord ist. Der Supercharger, der Kompressor, annähernd 1000 Kubik, rein 4 Zylinder, und der Kompressor holt aus diesem Hubraum 200 PS, etwas über 137 Newtonmeter, allerdings trifft diese Leistung auch auf ein Gewicht von annähernd 270 Kilogramm. Wir haben hier das Tourer-Paket, 228 Liter Koffer, und ich kann schon sagen, ich hätte es mir irgendwie nicht gedacht, aber von hinten sieht man es eigentlich, da passt mein Helm rein, mein Showy in Größe L, sogar so in die Innentaschen, obwohl zukriegt man es dann nicht mehr richtig, aber das ist schon ein ordentliches Ladevolumen. Auch die Sozi hat sich wohl gefühlt, also jetzt zumindest von der Sitzposition, vom Sitzkomfort. Hier haben wir massive Haltegriffe drauf, und das Aufsteigen ist natürlich immer mit so Hartschalenkoffern nicht ganz so leicht, aber interessanterweise war es für die Sozia leichter als für mich. Jede Menge Technik drauf, jede Menge Elektronik. Da vorne sehen wir, haben wir ein Radar Assist und das gleiche im Heck. Ganz kurz schauen wir auch noch, da haben wir schön den Ansaugtrichter mit einem grünen Gitter. Seltsamerweise haben wir hier eine andere Abdeckung, es ist nämlich zu. Weiß nicht, warum man da nicht auch einfach das grüne Gitter gemacht hat. Hätte natürlich ein bisschen giftiger noch ausgeschaut, aber leider nicht. Dann auch ein Kurvenlicht, kennen wir ja auch von der großen Versys. An der Seite leuchtet dann schön den Radius aus. Dann haben wir im Spiegel nicht nur die Blinker, sondern ein ganz kleines Dreieck. Und das ist der Toto Winkelassistent. Das heißt, wir haben auch hinten eine Radareinheit. Auch da steht Radar Assist, hat man dann eingearbeitet in den Kennzeichenausleger. Riesenauspuff, 94 dB Standgeräusch. Dann eine Einarmschwinge mit einem 190er Kontinentalbereifung haben wir drauf. Seitenständer. Und das war immer noch nicht alles. Wir haben einen Berganfahrassistent. Wir haben sogar automatisches Fernlicht, Abblendlicht. Das wechselt also, wenn mir jemand entgegenkommt. Dazu muss es natürlich dunkel sein. Und dazu muss ich auch schneller als 30 km/h fahren. Dann haben wir einen Abstandstempomaten, der ist natürlich auch möglich durch dieses Radar. Da habe ich dann auch verschiedene Weiten zum voranfahrenden Fahrzeug. Leider muss ich das hier im Menü einstellen, das ist ein bisschen mühsam. Das Menü an sich ist auch wirklich nicht sehr durchsichtig und logisch programmiert. Das schauen wir uns gleich an. Eigentlich mein größter Kritikpunkt neben dem Keyless Go, da habe ich hier diesen Drehschalter, kennt man eigentlich nur so ein bisschen von Harleys und von Rollern. Ich finde, das gehört auch nur für einen Roller, weil das bringt man nicht viel, wenn ich den Tank mit dem Schlüssel bedienen muss, die Koffer und auch den Sitz abnehmen kann, nur wenn ich den Schlüssel aus der Tasche hole. Also ist ein bisschen unsinnig. 19 Liter übrigens hier im Tank. Und zum Abstandstempomaten, ich habe das alles schon probiert. Toter Winkelassistent funktioniert super, da muss man halt schauen, je nach Verkehrsaufkommen, dass er nicht ständig blinkt, weil sich die Spuren quasi gegenseitig überholen hier im, ja, in der Rush Hour. Beim Abstandstempomaten muss ich sagen, da funktionieren andere Systeme besser oder haben bis jetzt besser funktioniert. Der kommt man nämlich sehr, sehr empfindlich vor. Also der ist ständig am Regulieren der Geschwindigkeit, reagiert, glaube ich, sogar auf Fahrzeuge auf der anderen Fahrspur, je nachdem, wie ich das Motorrad vielleicht gerade einrichte, und ja, bremst dann und dann beschleunigt er wieder. Also es ist irgendwie was, ein ganz ein unruhiges Gefühl. Vielleicht strahlt der zu sehr aus, der Rad, also das Radar, dass er da einfach schön die Spur hält. Dann genau, Heizgriffe habe ich noch drauf, das ist klassisch zu bedienen, nicht im Menü integriert. Dann haben wir 4 Fahrmodi, darunter ein Rider-Mode, den ich einstellen kann. Wie ihr seht an diesen Kabeln, ein semiaktives Fahrwerk mit Skyhook.
Ich kann dann auch schön gleich ganz schnell die Beladung einstellen, übrigens 835 mm Sitz. Sitze aber wirklich eigentlich eher tief, aber ich sitze, dazu komme ich dann beim Fahren, eher wie auf einem Oldschool-Sport-Tourer. Also das ist jetzt einem Supersportler näher als einem Tourer. Wir sind unlängst gefahren BMW R1250 RS und die Moto Guzzi V100 Mandello. Die sind wesentlich komfortabler, eine aufrechtere Ergonomie als hier. Also das ist schon sehr sportlich orientiert. Dann kann ich einmal mit diesem Button hier, ja, hier sind die ganzen Knöpfe, das ist der Abstandstempomat, dann habe ich einen Reset-Button, das ist aber auch ein Return, also ein Zurück, das ist auch irgendwie ein Bestätigen, dann habe ich hier was, das ist Menü, das ist aber auch wieder Wechseln, Mode-Button, den muss ich lang drücken, dass ich den Modus wechsle, ist auch ein bisschen ungewöhnlich, dass ich das nicht rechts habe, da habe ich ein FN, das tut im Moment gar nichts, da kann ich mich also so durchwechseln. Da habe ich den Rider Mode, da sehe ich dann, was da gerade eingestellt ist. Alles, zum Beispiel auch Tension und Compression, also Zug- und Druckstufe vorne und hinten kann ich separat einstellen. Aha, und jetzt muss ich da wieder, jetzt bin ich da wieder Reset, genau so. Genau davon rede ich, also man macht eigentlich immer wieder mal was falsch. Bei den Farbmodi wähle ich jetzt Sport, weil da ist mir das Ansprechverhalten wirklich auch sanft genug und geschmeidig und Lastwechsel nicht so schlimm. Auch das Fahrwerk ist nicht so hart. Also ich bin jetzt eigentlich die ganze Zeit im Sportmodus unterwegs gewesen und das war echt okay. Dann, wenn ich hier lang drauf gehe, dann sehen wir hier unten wechselt die Beladung. Ein Mann mit Gepäck, zweimal mit Gepäck. Und jetzt wieder nur ich. Also das ist die Doppelfunktion. Und wenn ich einmal draufklicke, dann bin ich im Menü. Also es ist echt spaßig. Die App, die spare ich mir jetzt überhaupt. Da verliere ich mich jetzt nicht drinnen. Aber da haben wir natürlich die Vehicle Settings. Zum Beispiel Quickshift habe ich noch vergessen. Haben wir hier auch noch Cornering Lights. Also da kann ich überall, das kann ich aktivieren und deaktivieren. Engine Brake. Schaltblitz kommt hier oben. Dann habe ich die Rider Mode Settings, da kann ich auch den Rider Mode deaktivieren, die Power, Traktionskontrolle, natürlich alles schräglagenabhängig, ABS, Traktionskontrolle, dann sehen wir wieder die Fahrwerkseinstellungen, auch da kann ich mich weiterspielen. Ja, Helligkeit, also im Tunnel übrigens und bei Dunkelheit stellt sich das Ganze um, wird quasi negativ. Und eines wollte ich euch noch zeigen. Genau, Adaptive Cruise Control sehen wir, da sehen wir dann, da kann ich Fahr, Mittel und irgendwie und Nah einstellen. Also das sind die drei Weiten, da muss ich dann halt leider hier reingehen. Und dann gibt's noch was, das heißt Forward Collision Warning. Da warnt mich das System auch wieder hier mit einer ganzen Galerie von Lichtern, die ganz wild blinken, davor, dass ich mich einem Objekt zu schnell nähere oder das Objekt sich mir, je nachdem, dass es zu einer Kollision kommen könnte und dann blinkt das alles wie wild. Ich finde, das ist dann zusätzlich ablenkend, erzeugt vielleicht sogar noch ein bisschen an Stress, weil in dem Fall sollte ich ja dann schauen, wie ich diesem Objekt ausweiche oder halt rechtzeitig bremse. Ja, auch das wieder vielleicht ein bisschen überflüssig und auch diesen die Blind Spot Detection, toter Winkelassistent kann ich deaktivieren, eben wenn mich das nervt, wie ich gesagt habe, wenn das Verkehrsaufkommen zu groß ist, dann kann ich das einfach verhindern, dass mich das ständig mit dem Blinken da im Rückspiegeln stört. Aber all diese Funktionen, beziehungsweise die Bedienung des Menüs, das kann ich nur im Stehen. Load Adjustment, eben dann auch die Zuladung, hier kann ich noch einmal bis rauf plus 5 schrauben. Oder bis runter, ja, machen wir wieder plus 2, weil es voreingestellt war. Und der Rest, also ich habe mich da jetzt schon wirklich viel gespielt und jetzt komme ich halbwegs gut zurecht. So, und jetzt kann ich dann noch, wie ihr hier seht, durchseppen. Das sind die gefahrenen Kilometer, Trip und so weiter. Da sind noch die Schräglagen, links und rechts, habe ich heute anscheinend schon 48 oder 49 Grad geschafft. Und Reifendruckkontrolle ist auch noch oben, auch ganz wichtig.
Und hier sehen wir etwas, was wirklich ein bisschen überrascht, weil ich bin, sag einmal, relativ moderat unterwegs, wenig Autobahn, wenig Highspeed und habe 7,5 Liter Verbrauch momentan. WMTC ist, glaube ich, bei 5,4. Das ist schon ein bisschen sehr zart. Da habe ich noch die Reichweite, die aussteht. Und wir sehen Average Speed 49. Also es ist, ich fühle mich da echt nicht auf. Das ist schon ganz ordentlich, das säuft ganz ordentlich. Auch mit dem 19-Liter-Tank ist es dann, ja, überschaubar, die Reichweite. Und dann sehen wir noch was, auch eine Eigenheit. Da entsteht plötzlich ein blaues Fenster. Da kann ich mir auch noch was anzeigen lassen. Die Bremskraft, das kennt man so ein bisschen eben von der BMW, genauso mit der Schräglage, Beschleunigung. Und da habe ich zum Beispiel G, da habe ich quasi die Lastverteilung, Front, und da sehen wir sogar, wenn ich mich bewege, tut sich hier was. Da sehen wir während der Fahrt noch ein bisschen mitlaufen lassen. Das sind so kleine Spielereien und es ist auch so kleine angezeigt, ja, dass es ein bisschen ablenkt. Ich meine, es liegt natürlich in der Verantwortung jedes Einzelnen, aber entweder man zeigt es gescheit an oder gar nicht. Aber dann hier noch was reinzupacken in eine Ecke, wo es weiß war, das finde ich ein bisschen überflüssig. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt starten natürlich und werden fahren, dann müssen wir uns mit dem Ganzen da nicht mehr wirklich beschäftigen. Wie gesagt, Fahrmodus Sport für mich eigentlich ideal. Im Fahrmodus Rain ist übrigens die Leistung begrenzt auf die Hälfte, auf nur 100 PS. Also das merkt man dann schon richtig. Würde ich auch nur bei wirklich schwierigen Verhältnissen auswählen. Hebel verstellbar, allerdings unterschiedlich. Da habe ich oben dieses Drehrad und da hier eben vorne diese kleine Schraufe quasi der Bremspumpe. Das ist ja ein bisschen unterschiedlich, ist, habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Aber funktioniert auch beides sehr gut. Und wie gesagt, die Haltung, schon ein bisschen mehr Druck hier auf den Gelenken als eben beispielsweise auf einer BMW RS. Man sitzt ein bisschen vorwärts gelehnt und das braucht es natürlich auch, keine Frage. Der Windschild ist halt wieder mal nicht groß genug oder hat nicht die richtige Form. Ich müsste mich hier komplett auf den Tank legen, um diesen Windschutz zu genießen. Der ist dann sehr gut, aber lange hält man es natürlich nicht aus. Also das ist immer ein bisschen eine Frage, glaube ich, ein Zugeständnis an die Optik, dass der nicht viel aufrechter steht, wie es eigentlich einem Sporttourer zustehen würde, sondern das geht dann einfach ein bisschen flacher nach hinten und dadurch verliert es dann ein bisschen an Funktion. Jetzt werden wir mal diesen Motor anstarten, der klingt nämlich wirklich schon sehr beeindruckend, röchelt echt, also da vorne bei diesem Ansaugtrichter kommt so ein ganz röchelndes Geräusch raus, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Schauen wir mal. Ja, und ich glaube, den Impeller hört sie auch. Den hört man nicht so gut wie am Naked Bike natürlich, an der ZH2, weil er ein bisschen verkleidet ist, aber es kommt trotzdem gut durch. Und jetzt den ersten Gang einlegen noch mit Kupplung. Und dann geht es eben weiter mit Quickshifter. Der ist nicht der beste, den ich bedient habe, aber mit dem reinen Vierer funktioniert er natürlich grundsätzlich schon mal recht gut. Ist vielleicht so ein bisschen hakelig, könnte auch beim Runterschalten ein bisschen kürzer sein, der Schaltweg. Ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Ich fahre jetzt nicht die größten oder die höchsten Drehzahlen. Ich werde so jetzt, wie gesagt, nicht wirklich übertreiben, also Topspeed-Orgie gibt es jetzt keine. Sondern einfach ein bisschen zeigen, wie sich das Motorrad bewegt. Die Bremsen sind auch gut bis sehr gut, aber für die Leistung und auch für das Gewicht könnten sie ein bisschen stärker sein. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht an den Belegen. Wir haben nämlich Stilema-Bremszangen oben, 320er Scheiben, also super Ware. Aber irgendwas ist halt, ja. In letzter Zeit wünsche ich mir, glaube ich, besonders aggressive nicht, aber wirklich feste Bremsen. Und
das erfüllen die Bremsen in letzter Zeit nur selten oder wirklich nur die Supersportware. Lässt sich schön umlegen, man merkt das Gewicht, also gerade wenn ich es jetzt aufstelle und in die andere Richtung dann dirigiere, merke ich das. Da muss ich auch so ein bisschen, am besten ein bisschen mit dem Körper mitgehen. Aber wenn man da schon im fünften ist und dann zieht das einfach noch einmal schön weg, auch im sechsten teilweise. Also da bewegen wir uns natürlich schon in Sphären. Das geht dann eigentlich nur mehr auf der deutschen Autobahn. Aber wenn man dann halt dort von 150 nochmal rauf beschleunigen will, 200, 250, dann muss man nicht unbedingt noch ein paar Gänge runterschalten. Das geht dann alles im sechsten. Standgeräusch, wie gesagt, Tirol, konform, freundlich, wird auch nicht besonders laut, das Motorrad, läuft sehr seidig, also auch dieses Raue aus dem Stand oder im Stand, das ist dann eigentlich weg. Hat man eh nie, aber man merkt natürlich auch nicht, dass man jetzt da irgendwie einen Kompressor noch drauf hätte. Fährt sich ganz normal wie so ein Reihenvierer, so ein 1 Liter Reihenvierer. Und weil ich gesagt habe, er ist ein bisschen so der Sporttourer noch der alten Garde, dann verweise ich natürlich auf Modelle wie ZX-12R oder die Super Blackbird von Honda oder jetzt auch die Suzuki oder jetzt noch immer die Suzuki Hayabusa, also diese Highspeed-Raketen, wo man sich sehr stark am Supersport orientiert hat, aber versucht hat, das eben auch ein bisschen tourentauglich zu machen und soziotauglich. Dadurch ist dann ein sehr hohes Gewicht meist entstanden. Und das verlangte auch nach ordentlich Kraft. Und dieser Kompressor war am Anfang bei weitem nicht so fein eingestellt wie jetzt. Der funktioniert wirklich sehr gut mittlerweile. Man merkt da auch kein abruptes Einsetzen. Das zieht wie am Gummiband richtig gut durch. Ganz ein angenehmes Gefühl. Ich habe es einmal verglichen, was vielen nicht gefallen wird, mit einem Elektromotor. Da hat man auch dieses Gefühl, wenn man vom Fleck weg eigentlich das volle Drehmoment zur Verfügung hat. Das hat man auch dieses Gummibandgefühl, dass einfach dieser Schub nicht nachlässt. Und da hat man einen Verbrennermotor, der das fast in der gleichen Weise bietet. Und das ist schon was ganz Eigenes, Einzigartiges. Ich glaube eben auch, dass die ZH2 oder die H2-Modelle, Entschuldigung, die Modelle mit der ärgsten Beschleunigung sind, also die ich je gefahren bin. Es gibt eigentlich kaum was. Natürlich gibt es Modelle wie die Diavel zum Beispiel oder die V-Max damals, die aufgrund dieses breiten Hinterreifens, einfach der Traktion, auch sensationelle Beschleunigungswerte geliefert haben. Allerdings natürlich dann nicht oben raus, aber bei einer gewissen Geschwindigkeit, glaube ich, zieht dann schon so eine H2 davon. Also ich kann jetzt den wieder überholen. Also ja, da wird es jetzt so weitergehen bis fast Ende nie. Da muss ich ein bisschen aufpassen und mich mäßigen. Es ist so verlockend.
wenn man ja wirklich fast wissen will, ob es überhaupt ein Ende gibt. Und würde ich jetzt so reisen, also entweder auf der Landstraße oder auch Teilstücke auf der Autobahn, ich hätte oder habe nicht den besten Windschutz. Also da oben alles, also mein ganzer Helm ist eigentlich im Wind. Geschützt ist gerade mal noch so die Brust, vielleicht so bis zum Hals, aber das war's dann. Also, naja, das macht wirklich bedingt Sinn. Da würde ich auf jeden Fall eine Tourenscheibe nachrüsten, weil sonst nehme ich mir wirklich gleich den Supersportler, dann ist es nämlich wirklich schon wurscht, gerade wenn ich alleine fahre. Dann habe ich deutlich weniger Gewicht bei mir und tue mir dann doch ein bisschen leichter auch auf, von mir aus in Spitzkehren und so. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo sie sich am wohlsten fühlt. Geht wieder schön der Winter herum. Jetzt werden wir dann noch ein paar Kurven probieren, also wirklich Schräglage. Ich kann natürlich sehr schaltfaul fahren, also ich könnte jetzt dann mit dem fünften durchziehen auch. Man merkt dann zwar ein bisschen, wie es rauer wird, aber der stemmt da schon, der Motor. Jetzt hauen wir uns einmal ein bisschen rein. Ich habe zwar nicht die optimale Kombi an, aber jetzt bin ich schon unten, aber was jetzt auch ist, ich bin mit dem Fußrasten unten. Also Das ist jetzt nicht, weil das so die Fußraster, die Schräglagenfreiheit so gering ist, sondern das sind so lange Nippel oben, weiß nicht, ob ihr es vorher gesehen habt. Und da kann ich schon gut umlegen. Ich muss mich allerdings mit der Ferse auf die äußere Fußraste stellen, dass ich da auch runterkomme wegen diesem Scheißleder, das ich anhabe. Da war ich jetzt wieder unten, also da war ich mit dem Knie jetzt gar nicht unten, aber schon mit dem Fußrasten. Das ist nicht optimal, aber wie gesagt, diese Ausleger, wenn man die runternimmt, dann gewinnt man schon wieder ein paar Zentimeter. Man darf nicht vergessen, dass man bei solchen Motorrädern tatsächlich auch auf die Koffer achten muss. Also unlängst beim Tester Yamaha Niken, die hat ja nur eine Schräglage bis 45 Grad durch diese Dreiradkonstruktion, was aber übrigens mörderisch ist. Also ist unglaublich, wie man damit in die Kurven fahren kann. Aber da haben wir tatsächlich mit den Koffern geschliffen, weil die auch so runtergezogen sind, die sind eher hoch, um wirklich entsprechendes Ladevolumen zu bieten, und da wurden einige angekratzt, also daher verstehe ich das, wenn auf solchen Motorrädern als Sicherheitsmaßnahme eben diese Ausleger drauf sind, und das ist hier garantiert der Fall. Ich möchte es gar nicht ausreizen auch, jetzt könnten wir aber eins schauen, ob ich vielleicht schon mehr Schräglage zusammengebracht habe. Das ist ja auch immer ganz spannend, aber na, habe ich nicht. 49 ist, glaube ich, eh genug. Und wenn wir jetzt noch einmal dieses Karussell da unten fahren, ganz gemütlich. Also wie gesagt, der Komfort, abgesehen jetzt von diesem mangelnden Windschutz, den wir allerdings auch bei den anderen Sporttouren festgestellt haben, also so voll zufrieden waren wir dann nirgends. Da muss man wirklich sowas fahren wie eine, ja, ich muss jetzt eine andere Marke nennen, Goldwing oder NT1100. Gerade die NT hat einen sensationellen Windschutz, die hatten wir im Dauertest. Da sind die Sporttourer halt dann, ja, da werden sie ihrem Namen gerecht. Dass halt auch Sport ein wichtiger Aspekt ist und nicht nur das Touring. Muss man schauen, wie sehr denn das stört. Wir haben es auch gesagt, dass das sehr subjektiv ist.
Für mich wäre es eben nicht genug, wenn ich damit auch wirklich auf mehrtägige Touren oder mehrwöchige sogar gehen will, dann brauche ich gerade für diese, ich sage mal, Überführungsetappen, diese Verbindungsetappen, einfach einen besseren Windschutz. Das gehört auch zum Gesamtfeeling dazu. Und da bin ich jetzt auch wieder unten gewesen. Muss man auf. Ah, da ist gut. Das Traktormonster. Ja, das ist. Naja, wenn man so Kurven wetzen will, dann sollte man halt schauen, dass man das rechtzeitig abmontiert an den Fußrasten. Ja, aber da, das, dieses etwas weitere Geläuf, das ist dann das, wo er sich am wohlsten fühlt. Dafür sind die auch ein bisschen ausgelegt, die Sporttourer insgesamt, also diese Oldschool-Sporttourer. Hohes Sicherheitsgefühl, hohe Stabilität. Gerade eben da mit so einem semiaktiven Fahrwerk, auch beim Anbremsen. Das soll halt alles so, finde ich eben, ja, so eine Reife ausstrahlen. Eine gewisse Überlegenheit, das ist halt, ich vergleiche das so ein bisschen mit, weiß nicht, mit so einem 600 PS Bentley, mit dem wird man eben auch nicht Kurvenwetzen gehen, das macht man mit einem, weiß nicht, Lotus oder einem Crossbow oder so, in denen man es ja nicht lange aushält, aber mit dem Bentley genießt man halt, dass man eine entsprechende Power unter der Motorhaube hat und trotzdem einen hohen Komfort genießt. Und hin und wieder, ja, nutzt man dann halt auch diese Leistung, um vielleicht ein bisschen zu beschleunigen. Aber im Grunde ist es jetzt nichts, mit dem ich mich aufführe. Ja. Und so sehe ich das hier auch. Ich meine, ich habe 200 PS, ich kann theoretisch, es ist ja auch eine Launch Control an Bord, an der Ampel alles stehen lassen, was 2 und 4 Räder hat, aber ich muss es nicht. Ja. Ich weiß es besser, ich habe das Supercharged am Motor und der Rest kann mir egal sein. So sehe ich zumindest den typischen Kunden für das. Er sollte ja auch halbwegs gut beducht sein. In Österreich liegen wir da schon über 30.000 Euro. Dieses Tourer-Paket kostet nochmal 1.000. Das ist schon ganz ordentlich, da sollte man dann schon mindestens im mittleren Management angelangt sein. Und das bin ich nicht, deshalb bin ich froh, dass ich es testen darf und mir hat es sehr gut gefallen, wie gesagt, bis auf die sporsige Menüführung. Es ist ähnlich schwer und unlogisch wie bei der Africa Twin, die hat allerdings noch viel mehr Knöpfe. Warum sich die Japaner sowas einfallen lassen, weiß ich nicht. Weil, und wie die so viel Erfolg haben konnten mit elektronischen Geräten, weiß ich auch nicht. Aber, echt Katzel! Aber, es ist hier nicht gut gelungen und das kann man viel besser lösen. Weil es sind viele elektronische Funktionen, aber die kennen wir mittlerweile auch alle. Und das kann man schon ein bisschen schöner sortieren und intuitiver gestalten. Ja, also wenn es euch so gut gefallen hat wie mir, dann schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, abonniert unser Heft, dass ihr auch online lesen könnt. Und falls ihr eins versäumt habt, könnt ihr das bequem auf www.motorrad-magazin.at nachbestellen. Ich fahre jetzt nochmal gemütlich nach Hause mit meinen 200 Kompressor PS. Muss ich jetzt, glaube ich, kurz hinlegen nach dem ganzen Stress der letzten Zeit. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!